Sie sind hier, 26. Juni 2018, 22.17 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Martin Brodler spielte von 1992 bis 2014 bei den New Jersey Devils. Urheberrecht Getty Images. Martin Brodler ist eines von 6 neuen Mitgliedern der Eishockey-Ruhmeshalle. Der Kanadier erhielt in seiner langen Karriere 4-mal die Vezina Trophy. Die kanadische Eishockey-Legende Martin Brodeur wird in die Hall of Fame aufgenommen. Der langjährige NHL-Torhüter, 3-mal Stanley Cup-Sieger mit den New Jersey Devils, ist einer von 6 Neuen in der Ruhmeshalle. Auch NHL-Boss Gary Bettman ist dabei. Der 2-malige Olympiasieger Brodeur, 46, hat von 1991 bis 2015 in der nordamerikanischen Profiliga NHL gespielt. Erst vor seiner letzten Saison verließ er die Devils und wechselte zu den St. Louis Blues. Brodeur erhielt 4-mal als bester Goalie der NHL-Hauptrunde die Vezina Trophy. twitter.com/hockeyhallfame/status/1016186862316981168625. Der US-Amerikaner Bettman, 66, ist seit 1993 Boss der NHL. Kein anderer Kommissioner hat in einer der großen Profiligen Nordamerikas sein Amt länger inne. Brodeur und Bettman werden am 10. November gemeinsam mit Jana Herford, Willi Ori, erster Schwarzer in der NHL, Martin St. Louis und Alexander Jakuschew in die Ruhmeshalle in Toronto aufgenommen.